Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute gibt es ein richtig leckeres Rezept vom Grill. Wir sind wieder hier draußen auf unserer Terrasse. Und heute gibt es was ganz Besonderes, nämlich Stromboli. Das ist so eine Art gefüllte Pizza oder Stromboli. Und dazu gibt es einen richtig leckeren Grillkäse. Und ich möchte euch jetzt auch schon verraten, es gibt ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel, bei dem ihr gerade ganz toll mitmachen könnt und einen von 10 Big Green Eggs gewinnen könnt. Aber da erzähle ich euch später noch was dazu. Ich werde später hier den Gas Grill- und Pfannkäse verwenden. Und das ist praktisch eine richtig tolle vegetarische Alternative auch zu Fleisch. Gerade wenn ihr sagt, ihr wollt grillen, aber nicht immer Fleisch essen oder auch eine Ergänzung zu Fleisch. Denn bei uns ist es kein Wenn oder Oder, sondern es ist einfach ein Wir grillen heute und dann gibt es halt Grill- oder Pfannkäse noch mit dazu. Und hier gibt es einmal die Naturvariante und die Kräutervariante. Beide sind Bio, finde ich ganz toll. Und den bereite ich später einfach mit dazu. Und Stromboli ist so eine Art gefüllte Pizza, die man auch gerne als Appetizer isst. Und gerade wenn man draußen grillt, finde ich das echt schön, weil man eben alles draußen zubereiten kann und dann auch relativ schnell fertig ist, muss ich sagen. Also ich stelle den Käse mal kurz zur Seite und zeige euch die Zutaten für den Teig, denn damit geht es gleich los. Und ich werde erst den Teig zubereiten, dann den Grill vorheizen und dann praktisch alles füllen und direkt grillen. Und dann sind wir auch fertig. Für den Teig verwende ich 5 Gramm Hefe, einen Esslöffel Zucker, 225 Gramm Wasser, 450 Gramm Mehl, da könnt ihr Dinkel- oder Weizenmehl verwenden, einen Teelöffel Salz und etwas Olivenöl. Und ihr könnt jetzt den Teig gern in einer Küchenmaschine zubereiten, aber wir sind jetzt hier outdoor und machen das jetzt einfach so. Ich brauche da auch relativ wenig Hefe dafür. Mit Zucker und Wasser verrühren. Tatsächlich erinnert mich das Teig selber kneten immer an meine Mama, weil die das halt echt so bis zum Schluss immer noch einfach per Hand macht, ohne Küchenmaschine, obwohl sie daheim eine hat. Dann das Mehl dazu. Und da gucke ich immer, dass ich erst recht wenig Mehl nehme und dann so nach und nach das ganze Mehl einarbeite. Zum Schluss dann auch immer erst Salz dazu. Dann könnt ihr jetzt hier nach und nach das Mehl und auch Öl dazugeben und den Teig schön kneten. Und am Ende einfach schön durchkneten, am besten immer mit dem Handballen oder mit der Faust, aber nicht mit den Fingern, denn dann verkrampfen die Finger irgendwann und man kann so gar nicht mehr kneten. Und so ein Hefeteig, der braucht schon so ein bisschen Liebe, also so 10 Minuten könnt ihr da gerne mal kneten. Dann wird er immer schöner und immer geschmeidiger. Ich mache jetzt einfach so 5 Minuten rechts, 5 Minuten links und dann spare ich mir heute das Armtraining. Und dann die Oberfläche schön mit Öl fetten, damit sie nicht austrocknet. Und dann lege ich den Teig zurück in die Schüssel, decke ihn ab, dann kann er schön aufgehen und ich kann in der Zwischenzeit schon mal den Grill vorheizen. Dann heize ich jetzt meinen Grill vor. Ich habe das Big Green Egg und bin richtig glücklich damit, weil ich einfach sehr gut damit zurechtkomme. Es speichert die Hitze perfekt. Ich kann darin direkt oder indirekt grillen und garen auf verschiedenen Ebenen. Und ich bin einfach happy, denn ich weiß auch mittlerweile, wie man den Grill selber anmacht, ohne dass ich den Murat dafür brauche, ohne Grillanzünder, ohne Brennspiritus und so weiter. Ich habe hier die Kohle und dann kommt die hier in die Schale rein, praktisch bis zur ersten Linie. Sieht immer nach so einem riesen Sack aus, ne? Aber es geht. Dann schön verteilen. Und da sieht man auch ganz schön, dass die Kohle einfach große und kleine Stücke hat, sich alles gleichmäßig erhitzt und wirklich auch lange warm bleibt. Das ist nämlich wichtig, dass es einfach lange die gleiche Temperatur hält. Und
wenn die Kohle dann verteilt ist, einfach nur anzünden. Dann nehme ich immer den Luftleiter dafür. Den gibt es mit Kabel und auch ohne tatsächlich. Ich habe natürlich immer den mit Kabel da, weil wir hier auf der Terrasse sind. Ohne Kabel muss man halt immer dran denken, dass er eben auch geladen ist. Aber mit dem klappt das super. Ich entzünde hier einfach so 2-3 Stellen, mache den Grill zu und mache natürlich oben und unten so das Loch auf, damit ein Durchzug herrscht und das Feuer auch schnell brennt. Das war's schon. Dann verschließe ich den Grill. Hier oben ist offen. Unten der Schacht, der muss auch geöffnet werden, damit Sauerstoff reinkommt und die Kohle schön leuchten und glühen und brennen kann. Ja, dann hole ich jetzt schon mal die Zutaten für die Füllung. Der Grill ist jetzt schön aufgeheizt und jetzt kann ich den hier einstellen. Das heißt, ich schließe den Schacht hier oben einen Spalt, unten auch. So regelt sich die Temperatur ein und ich kann dann bei ungefähr 250 Grad meinen Strombolli gleich garen. Beim Aufmachen immer darauf achten, erstmal einen Spalt und dann komplett öffnen. Und dann kann ich das hier jetzt schon mal einsetzen. Und auch gleich den Pizzastein, was ich aber immer ganz gern mache, auch tatsächlich immer noch mal mit der Bürste drüber gehen, wenn es gleich heiß wird. Man muss auch sagen, dass der Grill gar nicht putzintensiv ist. Also wir machen da einfach so gar nichts dran. Denn am Ende, nach dem Grillen, mache ich praktisch den Schacht oben und unten auf. Und dann entsteht so eine Pyrolyse und es reinigt sich alles von selbst. Das ist immer praktisch. Genau. Dann kommt jetzt hier gleich noch der Pizzastein drauf. Und ich werde die Füllung schon mal zubereiten. Für mein Stromboli nehme ich etwas Kräuterbutter, Paprikamark und Tomatenmark und als Füllung etwas Salami, Puttenbrust, Oregano, etwas Kaschkawal-Käse, das ist hier der Kaschard-Käse von Gazi, Champignons und eine rote Paprika. Und zum Bestreichen und Bestreuen etwas Olivenöl, Oregano und Maisgrieß oder Hartweizengrieß. Ich nehme jetzt hier die Kräuterbutter, das Paprikamark und Tomatenmark und kann die Zutaten schön vermischen. Da muss ich jetzt auch nichts mehr würzen. Die Kräuterbutter findet ihr auch auf meinem Kanal, da habe ich schon ein Rezept dazu hochgeladen. Und das Paprikamark ist auch meist schon so ein bisschen vorgewürzt. Deswegen da einfach mal abschmecken. Wenn ihr noch ein bisschen Salz, Pfeffer braucht, dann gern dazugeben. Aber die Füllung ist ja auch schon sehr würzig. So, dann ist das hier nämlich so eine richtig schöne würzige Paste. Die kann ich schon mal zur Seite legen. Und dann die Paprika und die Champignons schneiden. So. Draußen spart man sich ja immer schön die Biotonne. Und den Kaschard-Käse dann einfach schön reiben. Dann habe ich jetzt hier meinen Pizzateig, der jetzt wunderbar aufgegangen ist, wie man sehen kann. Daraus werde ich jetzt, denke ich, 3 kleinere Strombolis zaubern. 2 große sind auch okay, aber ich finde so 3 kleine, das ist schön. Also einfach den Teig dritteln, jeweils zu einer Kugel kurz formen. Und immer den Teig, den man noch nicht braucht, einfach nochmal weglegen und abdecken, damit der nicht austrocknet. Dann rollt ihr den Teig jetzt einfach schön eckig aus. Und wenn ihr dann so ein schönes Rechteck habt, kommt jetzt hier praktisch diese Kräuter-Tomatenbutter drauf.
Am besten nicht ganz bis zum Rand, damit sie nicht rausläuft. Etwas Salami und Hähnchenbrust, wenn ihr möchtet. Da packt ihr jetzt einfach alle Zutaten rein, die ihr eben gerne mögt. So ein bisschen was Würziges. Am besten aber auch Zutaten, die nicht so sehr wässern. Also jetzt keine Tomaten zum Beispiel. Da würde ich einfach empfehlen, dass ihr sie vorher zum Beispiel Dirt oder getrocknete Tomaten verwendet. Damit es eben richtig schön gegart wird auf dem Grill. Bisschen Oregano habe ich hier aus dem Garten. Und natürlich den Kaschkawalkäse von Gazi. Das ist einfach der mit den besten Schmelzeigenschaften, muss ich echt sagen. Dann die Champignons und Paprikastücke noch drauf und schön aufrollen. Dann aufrollen. Und am Ende wirklich gut zudrücken und auch hier gut zudrücken, damit da wirklich nichts austritt. Und dann noch mit Olivenöl beträufeln, mit etwas Grieß und Oregano bestreuen und fertig. Die Jutta! Da ist sie. Ja, jetzt habe ich hier schon mal den Pizzastein vorgeheizt und da streue ich auch so ein bisschen Grieß drauf. Ihr könnt das Stromboli natürlich auch im Backofen zubereiten und den Pfannenkäse dann in der Pfanne, aber ich bereite jetzt alles auf dem Grill zu. Und dann kann ich jetzt hier ein Stromboli schön grillen. Und gleich nebendran auf dem Grillrost, nämlich den Grill- und Pfannenkäse. Mein Stromboli ist jetzt gleich fertig. Man sieht es auch, es ist noch schön hellbraun. Es braucht noch ein paar Minuten. Und damit gleich alles gleichzeitig fertig ist, packe ich jetzt den Grillkäse noch mit drauf. Wie gesagt, nehme ich jetzt den Bio-Gazi-Grill- und Pfannenkäse. Einmal gibt es den in Natur und in Kräuter. Und was hier jetzt ganz besonders ist, es gibt nämlich noch ein großes Gewinnspiel bis Ende August. Da könnt ihr gerne dran teilnehmen. Und zwar braucht ihr dafür eine Aktionspackung. Das seht ihr hier auch auf der Rückseite. Da ist auch der Grill abgebildet. Und in der Packung drin ist ein Code, den ihr scannen könnt. Und dann könnt ihr bis Ende August einen von 10 Big Green Eggs gewinnen. Und das ist wirklich der Hammer, muss ich sagen, denn es werden auch monatlich schon Gewinner gezogen. Das heißt, wenn ihr da mehrmals mitmacht, könnt ihr auch mehrmals einen Grill gewinnen. Ihr habt einfach mehrmals die Chance, sozusagen teilzunehmen. Und ich nehme jetzt hier mal den Käse raus. Ich mache jetzt ein bisschen Natur. Das mögen die Kinder ganz gern. Mit Kräutern mag ich ganz gerne. Und wie gesagt, alle Infos stehen dann auch da drin. Und am besten ist auch, wenn ihr direkt Gazi auf Instagram folgt, das Gazi-Food. Da könnt ihr nämlich immer alle Infos auch sehen und das ist echt schön. Und wenn ihr wollt, könnt ihr den Käse jetzt entweder in der Pfanne zubereiten, steht auch auf der Packungsrückseite, oder eben auf dem Grill von beiden Seiten etwa 3 Minuten. Wer möchte, kann ihn gern noch mit Olivenöl zum Beispiel beträufeln und dann schön grillen. Murat, Samira, Essen ist fertig. Ella, komm. Samira. Ich heiße Samira. Aha, okay. Dann wissen wir das jetzt auch schon. Aha. Seit wann? Guckt mal. Okay. Und es geht was? Stromboli, ja, mit Grillkäse. Das hört sich immer an, wenn du sagst, wie stranguliert. Nein. Stromboli. So heißt es aber. Ja. Wollt ihr mal probieren? Ja. Und zwar ist es so eine gerollte, gefüllte Pizza sozusagen. Also was wie eine Calzone, nur auf? Nur aufgerollt. Ah, okay. Wow. Boah.
Guckt das mal an. Mhm. Boah. Was ist da drin? Salami? Salami, Puttenbrust, bisschen Gemüse. Der Schnuck, so Carazza Deluxe, gell? Ich weiß nicht, was Carazza ist. Weißt du, was Carazza ist? Nee. Das hat es früher in der Tankstelle gegeben. Das war sowas wie eine Pizza, aber wir durften das nie essen. Ah, ja. So wahrscheinlich. Und dazu Grillkäse. So, probiert mal. Kann ich das Außenstück haben? Ich mag das voll. Ich auch. Echt? Ja. Ihr streitet euch noch ums Essen, ich esse einfach. Mmh. Hm? Gut, ne? Wie schmeckt's dir, Ella? Der ärgert dich. Und Grillkäse probieren? Samira hat eben schon gejubelt, als sie den Grillkäse gesehen hat. Immer lecker. Ist gut, ne? Ich kann gar nichts mehr sagen, so lecker schmeckt's. Also ich freue mich jetzt auch tatsächlich sehr aufs Essen. Das heißt für euch, ihr könnt das Rezept gerne nachlesen auf sallys-blog.de. Auf Gazi findet ihr das Rezept auch. Und wie gesagt, holt euch am besten echt die Aktionspackung. Da ist nämlich das Gewinnspiel mit dabei. Ihr könnt 1 von 10 Big Green Eggs gewinnen und dann zu Hause auch ganz tolle Gerichte zaubern. Wie gesagt, bis zum 31. August könnt ihr da gerne noch mitmachen. Mhm. Jeden Monat gibt es Gewinner, werden Gewinner gezogen. Deswegen viel Glück, viel Erfolg an euch und zum guten Appetit und euch dann auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da sind Champignons drin. Aha. Mmh. Mmh. Papa war auch noch hier. Wo war der? Vielleicht will Papa auch gleich mitessen. Papa? So. Los, wir essen am Tisch vorne. Geil, Mann! Das Ding, ich schwör's dir, wenn das Ding reinfallen wird und du hast mir den Tag meines Lebens geklaut, dann werde ich dich kaputt machen, ich verspreche es dir. Der soll die Kamera ausmachen. Nein! Doch, der soll sie ausmachen. Wenn die lass ich mich scheiden.